Übergriffe auf Zugpersonale und andere gefährliche Ereignisse sind im Bahnbetrieb beinahe Alltag. Aus diesem Grund hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer am Donnerstag gemeinsam mit prominenten Akteuren der Eisenbahnbranche über mögliche Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter diskutiert. Grundlage für die Veranstaltung war eine von der GDL in Auftrag gegebene Online-Befragung, die 2019 durchgeführt wurde. In seiner Rede forderte der Bundesvorsitzende der Lokführergewerkschaft, Klaus Wieselski, vor allem die Arbeitgeberseite auf, sich mehr für die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter einzusetzen. Und wir leben leider in einer Gesellschaft, die stark individualisiert, stark auf sich selbst bezogen unterwegs ist und wo Ordnung und auch Recht in zunehmendem Maße in den Hintergrund treten. Und von der Seite aus sage ich ganz offen, auch das gehört zu Ihrer Verantwortung, dass Sie als Arbeitgeber, als Hausherrn auf den Zügen denjenigen, die das umsetzen sollen, die die Maskenpflicht durchsetzen sollen, auch die entsprechenden Instrumente geben. In seiner Forderung bezog sich der GDL-Chef auch auf einen Vorfall aus dem Monat Juli, bei dem eine Zugbegleiterin von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt wurde. Sie haben vielleicht zu Wochenbeginn die Meldung des Übergriffs auf eine Zugbegleiterin in Leipzig vernommen, die wie so oft allein im Zug unterwegs war, die dafür da ist, dass die Menschen ohne gültige Fahrkarten des Zuges verwiesen werden und die dafür zuerst bepöbelt, dann angespuckt und zu guter Letzt sogar mit dem Tritt gegen den Kopf dafür bestraft worden ist, dass sie einfach nur ihre Arbeit gemacht hat. Bei der Präsentation des Berichts zu den Ergebnissen der Online-Befragung, an der rund 2500 Lokführer und Zugbegleiter teilgenommen haben, machte Diplompsychologe Matthias Becker deutlich, dass sich die Arbeitssituation für das Zugpersonal seit einer Erstbefragung im Jahr 2016 noch weiter verschlechtert hat. So stellte Becker fest, dass die Zugpersonale insgesamt sehr häufig mit belastenden Ereignissen im Berufsalltag zu tun haben. Hierzu zählen Beleidigungen und körperliche Gewalt, aber auch Unfälle und beinahe Unfälle. Wenn wir es auf 10 Personen herunterbrechen, können wir sagen, dass 9 von 10 Befragten schon einmal beleidigt wurden im Zugalltag. Mehr als 6 wurden bereits bedroht, fast 3 wurden angespuckt und körperlich angegriffen und annähernd 1 von 10 gibt an, sexuell belästigt worden zu sein im Berufsalltag. Für 2019, das ist der Messzeitpunkt, bezogen auf 2018, wurden im Schnitt 11 Angriffsereignisse angegeben von den Zugpersonalen. In den Einzelereignissen heruntergebrochen bedeutet das mehr als 21 Beleidigungen, 10-mal bedroht worden zu sein, 4-mal bespuckt worden zu sein, mehr als 2-mal körperlich angegriffen worden zu sein und mehr als 5-mal sexuell belästigt worden zu sein. Das sind die Zahlen, die diese Befragten angeben für das Jahr 2018. Ich weiß nicht, wir haben ja auch ein paar junge Kollegen hier in der Runde. Wer möchte umschulen? Wer möchte Zugpersonal werden in Zukunft bei den Zahlen? Frage auch in Richtung an die Personalverantwortlichen. Sind das Zahlen, die den Berufseinstieg junger Menschen attraktiv machen? Ich denke, das ist eine ironische Frage und es ist angekommen, dass diese Frage ironisch war. Im Einzelnen möchte ich jetzt nicht auf jede einzelne Zahl eingehen, aber Sie sehen, in allen Ereignissen bis auf das einzige Ereignis des Anspuckens sind die Zahlen raufgegangen, ein Stück weit raufgegangen. In der Summe ist es ein Anstieg um 2 Angriffsereignisse im Vergleich zu 2016. Das ist ein sehr ungünstiger Trend. Unfallereignisse sind seltener. Das ist sicher erwartungskonform und es ist auch gut so, dass Unfallereignisse seltener sind als Angriffsereignisse, aber sie kommen auch vor. Was sind die beiden häufigsten Unfallereignisse, die vorkommen? Natürlich Aufprallereignisse, in Anführungsstrichen die weniger schwerwiegenden Ereignisse. Aufprallereignisse, Autos zu treffen, Bäume zu treffen, Tiere zu treffen. Aber auf der zweiten Lebenshäufigkeitskategorie, fast jeder zweite Beschäftigte aktuell im Zugbereich in Deutschland hat schon einen Personenunfall erlebt. Die Personenunfälle sind natürlich seltener, aber nichtsdestotrotz können wir nach diesen Zahlen sagen, alle 2 bis 3 Jahre trifft es einen Zugbeschäftigten. Jetzt könnte man da natürlich dagegen halten, naja, es gibt doch die offiziellen auch Suizidstatistiken und die Personenunfälle, die sind doch viel niedriger, die Zahlen, scheinbar niedriger. Kommt natürlich darauf an, wie man zählt. Zählt man den einzelnen Toten oder zählen wir die betroffenen Zugpersonale? Lassen Sie uns mal praktisch durchzählen. Wie viele Zugpersonale sind denn von einem Personenunfall live betroffen? Wir haben natürlich erstmal den direkten Lokomotivführer, der den Zug gefahren hat. Der wird abgelöst, dann kommt also direkt ein zweiter dazu, der die Situation auch sieht.
Wenn wir einen Fernverkehrszug beispielsweise heranziehen, ist definitiv mehr als ein Zugbegleiter an Bord. Das heißt also, wenn wir die Toten zählen, werden wir natürlich weniger Zahlen haben, als wenn wir die betroffenen Beschäftigten zählen, die aktiv oder auch direkt, indirekt mit der Bewältigung von Personenunfällen im Zugalltag betroffen sind. Letztlich auch bitte daran denken an die Personen, die die Fahrzeuge am Ende reinigen. Auch die sind betroffen von diesen Ereignissen. Wir reden gerade nicht nur von Lokomotivführern und Zugbegleitern. Betroffen sind viel mehr Personen in der Nachbearbeitung von Personenunfällen. Das heißt, einfach nur die Personenunfälle selber zu zählen, unterschätzt natürlich die Bedeutsamkeit dieses Ereignisses. Die Wahrnehmungsereignisse, die letzte Kategorie unserer Ereigniskategorisierung, ist auch relativ selten, aber doch deutlich häufiger als Unfallereignisse. 5 Wahrnehmungsereignisse werden in Bezug auf das Vorjahr erlebt. Schwerpunktmäßig ist das die Beobachtung von Gewalt. 8-mal im Schnitt haben Zugbeschäftigte im Jahr 2018 Gewaltbeobachtungen berichtet. 5 haben beinahe Unfälle erlebt, 4 haben angetäuschte oder angedrohte Suizide erlebt und mehr als 2-mal wurde Beschuss, Bewurf und Blendung erlebt. Das sind natürlich Mittelwerte. Es gibt sicher Personen, die haben weniger erlebt. Dementsprechend gibt es auch immer arme Schweine, böse gesagt, die alles auf einmal bekommen und sehr viel erlebt haben. Hier möchte ich in die Runde fragen, wir reden ja hier über die Wahrnehmungsereignisse. Das sind also die Ereignisse, die scheinbar folgenlos geblieben sind. 8-mal Gewaltbeobachtung, 5-mal beinahe Unfälle, das in einem Jahr zu erleben. Bleibt das wirklich folgenlos? Bleibt das langfristig folgenlos? Als Arbeitspsychologe habe ich hier große Zweifel und würde einladen, das tiefer zu analysieren, zu erforschen. Im Rahmen der anschließenden Diskussionsrunde sprachen die anwesenden Gäste über mögliche Lösungsansätze. Thematisiert wurde dabei unter anderem der Einsatz technischer Hilfsmittel wie Bodycams. Vor allem aber sollten sich Vorgesetzte um die Alltagsprobleme ihrer Mitarbeiter kümmern. Wir brauchen einfach Wertschätzung, Anerkennung. Und wenn ich höre, wie ein Schweizer Politiker, ob das ein Kantonspolitiker ist oder einer, der Bundespolitik macht, wie der von den Bediensteten spricht, die im Eisenbahnsystem tätig sind, dann hört man Wertschätzung. Der überbringt im Prinzip die Wertschätzung der Bevölkerung, den Menschen, die in dem System tätig sind. Man fühlt sich einfach stolz, Eisenbahner zu sein. In der Schweiz, in Deutschland ist es genau das Gegenteil. Ja. Also da ist es schon fast peinlich zu sagen, ich arbeite für die Eisenbahn, weil dann hat man erstmal ein paar Leute am Hals, die sich alle über irgendwelche Dinge aufregen. Ja. So, das heißt, wir müssen ja wegkommen von dieser Situation, dass man sich schämen muss, in Deutschland zu sagen, ich bin Eisenbahner. Ja. Also ich schäme mich nicht dafür, aber es gibt durchaus viele, die da einfach mal den Mund halten. Ja. Dann erfahren wir auch oft, dass eben eine vorgesetzte Stelle sagen tut, stell dich nicht so an, wir müssen pünktlich fahren. Es ist eben nicht akzeptabel, dass eben Kolleginnen und Kollegen Opfer von wahnwitzigen Gewalttaten werden. Das ist inakzeptabel. Und deswegen finden wir das Schweizer Modell, es gibt ja auch andere Modelle, grundsätzlich richtig. Ich habe keinen Machthebel und ich will ihn auch nicht anwenden. Wir brauchen das Verständnis in der Gesellschaft, dass wir Sicherheitskräfte einsetzen zu bestimmten Zeiten. Ich kann hier und will nicht fordern, auf allen Zügen zusätzlich zum Zugbegleiter einen Sicherheitsdienst. Aber wir wissen alle, wo die Schwerpunkte sind. Wir brauchen nur unsere Zugbegleiter fragen oder unsere Lokführer. Die sagen uns die Zugnummer und den Verkehrstag. Nie Montag bis Sonntag, sondern Dienstag, Mittwoch und Freitag. So was Konkretes kommt raus. Und wenn wir dann offene Ohren finden und nicht überziehen unter der Überschrift, ich fordere jetzt auf jeden Zug zusätzlich einen Polizisten oder eine Sicherheitskraft, sondern wenn wir gemeinsam sagen, hier sind die Schwerpunkte und dafür brauchen wir Unterstützung. Dann kostet es nicht so viel, dann ist es nicht nach dem Gießkannenprinzip und dann wird sich etwas bessern. Weil meine Wahrnehmung ist, ohne Vollzugsbehörden, ohne tatsächlich sichtbar auch Sicherheitskräfte, scheint ein Teil der Kunden, der Reisenden, der Bevölkerung nicht beherrschbar.